Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu den freundlichen Grashüpfern. Nein, zu Ark Survival Evolved. Ja, genau. Ingjald springt schon, er ist der Grashüpfer. Ja. Er sagt zum Ende, Ende der letzten Folge hat er ja neue Beete gepflanzt und ich habe die Ehre, die aufstellen zu dürfen. Ja, darfst du mal positionieren. So. Einmal. Und. Dreimal. Ah, und schon funktioniert es ja auch. Ja, seeded. Not seeded, seeded. Not seeded, seeded. Not seeded, seeded. Nehmen wir hier mal ein bisschen von dem Düngemittel raus. Hast du mir auch Seeds, damit ich auch anpflanzen könnte? Moment. Ja, oben sind da welche. Ich hatte keine dabei. Okay. Ah, okay. Ich hatte jetzt nur die Longgrasses dabei. Ihhh. Also unsere Rampe sieht ja jetzt ekelerregend aus. Ah, jetzt wird zu. Okay, der Schrank, sieht man das jetzt, dass der rot geworden ist? Ah, hier sind die Seeds. Okay, was? Zitronen-Seeds. Also wir haben Karotten, wir haben jetzt langes Gras, ja. Fehlt jetzt eigentlich nur noch dieses, ja, die restlichen da. Citronel und Saffron, also könnten wir noch, ich glaube, ein Beet gebrauchen, damit wir die Nichtbeeren anpflanzen können. Ja, ich kann gleich mal gucken, was wir noch an Ressourcen haben, dann kann ich, glaube ich, noch eins craften. Reicht da ein Seed oder jo. Weißt du, wie das... Okay. Dann auch... hart, wenn man mit einem Seed so viel anpflanzen kann. Oder etwas, was ständig nachwächst. Ja gut, vielleicht kommt das durch die Frucht selbst oder so, dass dann irgendwie vermodert. Und da sind ja immer neue Samenkörner drin in so einer Frucht. Hm. Und da einfach mal die Seed rein und den Fertilizer, nehme ich an. Einen Fertilizer muss da, glaube ich, reinpacken oder so. Musst du gucken. Ansonsten okay. Müssen wir nochmal gucken, dass wir irgendwie welchen hergestellt bekommen. Das einen habe ich ja noch. So, Seeded Fertilizer. Der verbraucht sich wahrscheinlich auch, ja. Aber ehrlich, da jetzt hier 54.000 Fertilizer, das dürfte, denke ich, mal eine Weile halten. Vermute ich auch, ja. So, um im Wasser, da wir keinen richtigen Anschluss haben, hoffen wir auf Regen. Und sollte das ja. Demnächst aufwachsen. Und der gerade geschissen hat, direkt ab in den Kompost hoffen damit. Weiß gar nicht, wer. Das, was brauchen wir denn da drin noch? Wir brauchen noch einmal Small und Satch. Satch habe ich jetzt gerade 42 dabei. Davon muss ich 20 für noch so ein Ding verbannen. Ja, das reicht nicht. Da brauchen wir mal 50 Satch. Für einen Fertilizer. Oh, das ist noch ein Dodo-Ei. Pass auf, der Dodo beißt sich, wenn du ihm das Ei klaust. Nur wenn es ein Wildlebender ist. Medium. Ah, da hat es dreimal Medium, dann schaffen wir uns einfach auf die große Medium-Scheiße. Ah, immer kräftig in die Scheiße greifen. Oh, 22 Sets habe ich jetzt noch im Inventar. Pick up. Pick up. Das packen wir schon mal hier rein. Medium 21 habe ich auch noch bei mir. Dann passt das nicht ganz. Wo ist denn der Komposthaufen? Da. Da wo ich stehe. 24 sind drin. Wie viel hattest du? 22. Dann laufe ich mal eben schnell los und hole nochmal 4. Klopf einfach ein bisschen Satch runter. Nimm dein Dino mit und klopf einfach ein paar Bäume. Hier einer der Parasaurus hatte, glaube ich, noch 4 Satch drin. Als ich beim Füttern nachgeguckt hatte. Ja, 4 Satch. Reicht da, glaube ich, oder? Theoretisch ja. Ah, wunderbar. Genau gereicht. So, und dann im Laufe der Zeit wird sie die 50 Satch von 3 gleiche Scheißhaufen zu einem Fertilizer umwandeln.
Wobei ich da jetzt, nee, ich glaube, beim Fertilizer gibt es noch keine Unterschiede. Also es macht keinen Unterschied, ob man drei riesige oder drei kleine umwandelt, kommt das gleiche dabei raus. So, ist alles fertilized. Ja, weil ein so ein Zeug hatte ich nämlich noch in der Hand. So. 54.000. So, hier ist das letzte Beet, da ist noch nichts drin. Okay, dieses Sever-Root oder sowas fehlt noch. Hattest du den Samen mitgenommen, Nee, oder? nee, 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 nee. Okay, dann hole ich den kurz. Aufmachen. Ja, wenn das Zeug dann irgendwann gewachsen ist, können wir mal die richtigen Rezepte ausprobieren. Ja, durchaus. Später in der Zeit mal ein bisschen Rasenmäher. Ja, das ganz große Gras, was hier rumsteht, kann man nämlich schön abernten. Was war das gerade? Hä? Ach so, ich dehydriere. Hatte mich Ah. gerade gewundert, was hier so rumstöhnt, als ich an dir vorbeilief. Also. Trinken. Ah, bin auch kurz vorm Level ab. Hier aber noch Also. mal der Little Inja, der konnte es auch nicht innehalten, der musste auch mal eben scheißen. Ja, zum Glück, die spawnen das Zeug relativ schnell weg, sonst wäre das der ganze Bereich ja voller Scheiße. Ja, sähe mit Sicherheit sehr lustig aus, aber. Ja gut, eine andere Gruppe, wo ich gesehen hatte, kam mal auf die Idee, den Komposthaufen hier quasi so in der Mitte zu packen, drumherum ein paar Foundations und dann so eine Tür dran und so weiter und dann halt, das ist das Klo. Hier hat gerade noch einer geschissen, ich hab's genau gehört. Ja, Byron hat was abgeseilt. Aus da. Ja, die richtigen Latschdinger, die haben wir ja auch. Unser Bronto draußen vor der Tür. Yep. Ja, das wollte ich. So. Ja, ich kann es mir nicht verkneifen und muss mal das Reiten auf der Schildkröte zeigen. Schon mal eine komische Haltung und auch der Sattel sieht so, weiß nicht, erinnert mich irgendwie an so Autoscooter. Also mich erinnert die Haltung, wie man da drauf sitzt, eigentlich eher dran, Ne, wie ich fliegender meine, Teppich. ja, ich meine, der Sattel an sich erinnert mich an Ach so, Autoscooter. ja. Durch diesen schwarzen, komischen Rahmen da. Und ja, hopp, 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 hopp. Zitter, zitter. Sieht so bescheuert aus. Trennen wir mal. Also irgendwie unser Ankylosaurus hier, der levelt nicht. Okay. Der hat immer noch 0 von 10 Erfahrungspunkte. Der müsste mittlerweile noch locker schon Level 10 sein oder so. Komisch. So, zeige ich einmal mal. Ja, wenn man jetzt so einen passenden Dinosaurier hat, dann kann man hier in das Gras laufen, drückt Angriff und dann erntet er Kann sie, glaube ich, auch. wesentlich effektiver. Ja, ich bin gerade mit der Schildkröte dabei. Ja, weiß ich. Ja, und da kommt man wesentlich schneller wehren. Mit den größeren Tieren ist es natürlich noch effektiver. Ich Da möchte kann man nicht. einfach mal, ja? Ja, erzähl weiter. Ja, da kann man einfach mal hier über diese kleine Ebene mit zum Beispiel den Triceratops laufen und hat dann hunderte von Bären, was natürlich dann je nach Bedarf extrem hilfreich ist. Was halt, was ich jetzt gerne halt noch austesten wollen würde, wäre mit dem Bronto, wenn wir dafür einen Sattel hätten. Was mit dem passiert, wenn man mit dem mal so eine Walachei marschiert. Und einfach sich mal so mitten in den Wald stellt und einfach mal ausholt. Mal gucken, was man dabei alles rumkommt. Der muss bestimmt innerhalb von Sekunden. Rums voll.
Holzbeat zurück. Sieht das aus? Ja, die Schildkröte habe ich ein bisschen auf Movement Speed geskillt. Ah. Zu langsam. Ich hatte hier jetzt auch noch was gebaut gehabt. Das ist so ein. Ja, so ein Zwischending. Viele Berries wohnen jetzt nicht. Aber bin ich jetzt gelandet da? Meine Zuschauer oder halt deine, wenn sie jetzt mal kurz rüberkommen würden, dann würden sie jetzt bei mir sehen, wie ich hier oben gerade aus dem Fenster rausgucke. Das ist quasi so das Guckloch. Wer will da draußen was? Einer ein paar auf die Fresse? Alles klar, peng, tot. Und dann schnell Tür zu, nee, Fenster zu und weg. Kann ja auch schnell da hochgehen. So. Ich muss schnell zum Wasser. Und leckt gerade. Muss man leider drüber springen, weil frisch am Bau. Ja, derjenige, der das gebaut hat, der muss auch verklagt werden. Ah, hier ist das Fenster. Auf. Zu. Auf. Zu. Ja, auf der anderen Seite hatte ich ja auch noch eins gesetzt gehabt, nur das war halt blöd, weil da war es zu weit weg, als dass man da hätte irgendwie aktiv was mitmachen können. So, mit den gesammelten Narkotikbeeren, auch wenn es nur 12 sind, mal da rein und dann stellen wir uns nochmal von den Narkotics her. Die sind für die Fleischfresser wesentlich besser beim Zähmen. Angeblich sind sie für alle Tiere besser. Ah, okay. Zumindest laut, ich habe auf so einer Webseite halt gelesen, dass die Narkotics wohl für alle Tiere effektiver sein sollen. So, jetzt nochmal bitte, weil ich hatte laute Musik wegen Level Up. Ah, ich hatte auf einer Seite gelesen gehabt, dass die halt für alle effektiver sein sollen, diese Narcotics. Ich weiß es nicht, ich glaube, das reduziert die Effektivität nicht so stark wie die Beeren, oder? Ich glaube ja. Deswegen ist es. So, worauf packe ich denn die Punkte? Also, ich hatte ein bisschen mit Kano als Beispiel rumgespielt. Kano Level 1. Wäre halt mit Raw Meat und Beeren irgendwie 4 Stunden oder so brauchst du für den. Mhm. Wenn du dann allerdings beides jetzt richtig machst, also Prime Meat und Narkotika, dann brauchst du nur 33 Minuten und 17 Sekunden. Okay. Das ist also schon extrem. Gerade geschätzt. Nee, war es nicht. An die Zahl kann ich mich noch genau erinnern. So, ich habe zwar einige Punkte frei, aber mir fehlt noch ein Level Up für das nächste Set. Schade. Und was ich halt auch noch genial fand, ich hatte dann nachgeguckt, was halt so ein T-Rex, wie lange so ein T-Rex berechnet wird. Mal abgesehen davon, dass der irgendwie von, wenn du Raw Meat haben möchtest, also wenn du nur das nimmst, brauchst du irgendwie, keine Ahnung, fast 150 Raw Meats. Um den zu zähmen, permanent, also komplett. Und für das Narkotika, wenn du kein Narkotika verwendest, brauchst du irgendwie 220 davon oder sowas, so in dem Dreh. Und brauchst, um den zu zähmen, ich glaube 3 Stunden 50, also knapp 4 Stunden. Hast du Prime Meat, davon brauchst du allerdings nur 50. Also grob 50, könnten ein paar weniger gewesen sein. Und das Narkotika, dann brauchst du für den auch nur noch 1,5 Stunden. Ja, klingt brauchbar, das Ganze. Ja. Ich weiß halt nicht, ob es jetzt auch wirklich stimmt, weil wir spielen ja hier nun mal auf einem offiziellen Server und diese Seite ist ja eigentlich von einem Private Server.
Das packe ich mal da wieder rein. So. Ich gehe noch mal kurz raus und schaue mich mal mit Ist Amy auch ein um. Fenster. Gamma runter, dann sieht die Grafik schon ein bisschen besser aus, finde ich. Ja, habe ich vorhin auch gemacht. Ja, ist mir gerade ein wenig entfallen, das zu tun. Ist ja mittlerweile wieder hell hier draußen. Sieht's denn hier aus? Ist das Metall fertig? Ja. 64 Ingots. Das ist nicht schlecht. Oh. Legen wir eine Schmiede rein. Ach, das war der Triceratops. Okay. Wir erstmal da auf. Kannst du mir vielleicht wieder eine Metallaxt herstellen? Eine Metallpicke war ja drin, habe ich gesehen, aber eine Metallaxt fehlt irgendwie noch. Das brauche ich noch. Was man genau brauchen? Melee, Weapon. Ah, ist sogar alles drin. Jetzt haben wir es ja. Ernsthaft? Also dieser Parasaur, der ist ja echt nachtragend. Ich bin gerade wieder bei dem in der Nähe und er greift mich sofort an. Hättest du auch gerne so eine Metallpike? Da haben wir ja einen im Laden, also im Lager. Ja? Ja, da in der Schmiede. Es sind zwei Stück, glaube ich, drin von den Metallpicken. Nein, ich meine diesen Metallspeer. Ach Den ich auch so, schon hatte. ja. Okay. Dann brauche ich noch ein bisschen Holz. Haben wir hier unten irgendwo noch Holz rumfahren? Da Links bin in dem ich. kleinen. Ah. Oder noch mal hier Weapons B. Klopf, klopf. Was war denn da? Bronto? Sich dann auch abholen. Na, warum macht das nicht zusammen? Ich hatte ja noch bei Firearms und sowas gelernt, aber da braucht man. Ja, gut, die simple Pistole könnte ich craften, aber für die. Na gut, die Ammo ist ein bisschen. Aber ja, das würde mich jetzt doch interessieren. Gunpowder haben wir. Endlich Freiheit. Okay, der Baum wurde jetzt nicht von dem Bronto eingerissen. Was war denn das jetzt? Wird er es noch auflösen? Keine Ahnung. Also ich höre es bei mir die ganze Zeit irgendwie stampfen, ziemlich schnell stampfen, aber ich habe keine Ahnung. Also werden wir es in der nächsten Folge erfahren, was es ist. In Ordnung. Und bei mir gibt es in der nächsten Folge die erste Schusswaffe. Yay! Also bis dann. Tschüss! Ciao!